Servus und hallo bei Geschichte Tag für Tag. Heute am 18. April. Und wir befinden uns im Jahre 588 an der oströmischen Grenze. Und zwar meutern da die Truppen des Oströmischen Reiches gegen ihren neuen Heerführer, nachdem der die unleidliche Aufgabe zugesprochen bekommen hat vom Kaiser des Oströmischen Reiches in Byzanz, seinen Soldaten zu sagen, dass die Soldzahlungen gekürzt werden. Ja, die Meuterei kann man dadurch gut verstehen. Nur die Perser, die auf der anderen Seite der oströmischen Grenze sitzen und warten, können diese Situation nicht ausnutzen, da sie ungefähr dieselben Probleme haben. 1025 wird in einer Wiederholungszeremonie, also das ist schon mal passiert, Boleslav Chrobry, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, zum ersten König von Polen gekürt, und zwar von einem päpstlichen Gesandten. Gegen die Krönung war bisher der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Heinrich II., genannt der Heilige, und der hat es bis jetzt immer verhindert, obwohl es Boleslav Chrobry schon mal gemacht hat. Ich glaube, so ums Jahr 1001 oder 1002, wurde aber nicht offiziell anerkannt, weil der Papst vor Heinrich II. Auch ein bisschen Schiss hatte, und der ist jetzt tot. Und jetzt kann Boleslav eben polnischer König werden. 1328 haben wir wieder einen Kaiser des Römischen Reiches, der Ärger mit einem Papst hat. Und zwar habe ich diesen Namen die letzten Wochen und Monate schon mal erwähnt. Ich denke, wir hatten da schon mal was. Und zwar Kaiser Ludwig der Bayer, der Vierte von Wittelsbach, wurde im Jahre 1327 vom Papst als Ketzer genannt und mit dem Kirchenbann belegt. Und jetzt rächt sich der Kaiser, weil er ist politisch sehr stark. Viele seiner Fürsten stehen hinter ihm. Und jetzt erklärt er den damaligen Papst, der in Avignon residiert, Johannes den 22. für abgesetzt und belegt ihn mit der Reichsacht. Auf dem Konstanzer Konzil belehnt Kaiser Sigismund den Nürnberger Burggrafen Friedrich den VI. Mit der Mark Brandenburg. Und dieser Friedrich der VI. Wird somit der erste Herzog, genannt Friedrich der I. von Brandenburg, und der begründet die Hohenzollernlinie von Brandenburg. Vor ein paar Wochen hat man ja die Osmanen unter Mehmed II. Haben im Jahre 1453 Konstantinopel erobert, und heute am 18. April 1454 muss Venedig klein beigeben. Venedig verliert die ostmittelmeerischen Gebiete, bekommt allerdings vom Sultan Mehmed II. Diverse Handelsfreiheiten, muss aber Zölle und Tribute ans Osmanische Reich zahlen. Im Jahre 1506 kommt es durch Papst Julius II. Initiiert zur Grundsteinlegung des heute noch sichtbaren Petersdomes. Und am 18. April 1521 wird neuerlich Martin Luther auf dem Reichstag zu Worms zu seinen 95 Thesen befragt, und wiederum widerruft er diese nicht. 1881 wird in London das Natural History Museum eröffnet und ist bis heute das größte naturhistorische Museum weltweit. Am 15. April 1912 lief die Titanic ja auf diesen Eisberg auf und sank, wobei über 1500 Menschen ums Leben kamen.
Und das erste Schiff, der den Unglücksort erreichte, war eben heute im Jahre 1912 die RMS Carpathia, die die restlichen, ich glaube, ein bisschen was über 700 Überlebenden aufnahm und nach New York brachte. Die Besatzung der RMS Carpathia wurden dann als Helden gefeiert. 1922 treffen sich 28 Delegierte aus den europäischen Ländern und entwickeln bzw. entwerfen die Esperanto-Sprache und fordern diese, um Europa zu einen. Heutzutage wird allein in Deutschland an 128 Schulen Esperanto als Kunstsprache gelehrt. 1926 kommt es zur ersten Radioübertragung eines Fußball-Länderspiels. Und zwar gewinnt die deutsche Elf gegen die Niederlande 4 zu 2. 1947 sprengen britische Einheiten die Bunkeranlagen der deutschen Wehrmacht auf der Insel Helgoland. Experten befürchten allerdings, dass diese Insel das Ganze nicht aushält und zerfällt. Allerdings passiert das nicht. Ich sage jetzt einmal Gott sei Dank. Die Briten verwenden über 7000 Tonnen Dynamit aus Wehrmachtsbeständen. Ein Teil der Südküste stürzt ein und die ganze Insel ist danach mit Kratern übersät. Und am heutigen Tage im Jahre 1949 scheidet Irland aus dem von den Briten dominierten Commonwealth aus und wird Republik. Der erste Präsident Irlands ist Jean Thomas O'Kelly. 1955 stirbt in Princeton, USA, Albert Einstein. Mit seiner Arbeit revolutionierte er die moderne Physik und trat gegen die Atomwaffen ein. Und wie öfters am Schluss meines Videos habe ich noch einen Geburtstag heute, wieder mit schriftlicher Hilfe. Und zwar wird im Jahre 1480 Lucrezia Borgia geboren. Und ja, vielleicht wissen es einige von euch, aber es wird auch viele verwundern, dass sie die Tochter von Papst Alexander dem VI. Ist. Sie heiratete viermal, zuletzt 1501 den Herzog Alfonso von den Ersten von Ferrara, dessen Hof sie zum Zentrum für Gelehrte und Dichter wie Ludovici Ariosto machte. Es gibt auch dieses berühmte Gemälde und man sagt, sie sei die schönste Frau des 16. Jahrhunderts gewesen. Das war's dann wieder von mir. Ich denke, wir sehen uns morgen wieder und ich sage Servus.